Die US Women's Open steht an und in wenigen Tagen geht es um diesen Pokal. Und um diesen Pokal wird auch mitspielen Leonie Harm. Leonie Harm ist erst seit einem guten Jahr Profi und nimmt trotzdem schon zum zweiten Mal an der US Open teil. Grund genug für uns, einmal mit ihr darüber zu sprechen. Herzlich willkommen, Leonie. Hallo. Hi. Wie gerade schon angesprochen, du nimmst schon zum zweiten Mal an der US Open teil. Wie groß ist die Vorfreude, dass es schon in wenigen Tagen losgeht? Ja, ich freue mich natürlich riesig. Die US Women's Open sind ja mit das größte Turnier, das man spielen darf als Frau. Und ja, die Chance ist natürlich gigantisch, dass ich schon so früh in meiner Profikarriere daran teilnehmen darf und dass ich sogar schon mit Erfahrung aus meiner ja, recht erfolgreichen Amateurkarriere da antreten kann im Gepäck. Also ich habe 2019 schon mal mitspielen dürfen, weil ich 2018 die British Amateur gewonnen habe. Ja, es ist natürlich jetzt nochmal was anderes, als Profi dann wirklich auch das Gefühl zu haben, man gehört so ein bisschen dazu. Man ist nicht komplett fehl am Platz, weil es eben die besten ja, Proetten der Welt sind, die da um den Titel kämpfen. Und ich freue mich einfach riesig auf die Herausforderungen, die da auf mich warten. Du hast es gerade so ein bisschen angedeutet. Offensichtlich hast du dich fehl am Platz, hast du gerade gesagt, glaube ich, gefühlt. Gibt es denn sonst Dinge, außer diesem mentalen Aspekt, vielleicht diese Herangehensweise, was hast du beim ersten Mal erlebt, wo du, was du jetzt fürs zweite Mal definitiv mitgenommen oder mitnehmen wirst? Natürlich sind die Plätze, die sie für eine US Women's Open auswählen, mit die schwersten, die man so finden kann. Und die Setups der Plätze sind natürlich auch maximal schwer, ähnlich wie bei den Herren. Das ist ja auch immer das Ziel, dass die Scores nicht zweistellig unter Par werden für die Sieger. Und wenn man da natürlich nicht auf dem absoluten Peak seines Spiels ist, dann können die einem böse. Ja, die Fehler sind da ein bisschen schwieriger auszumerzen mit Rettungsaktion oder was auch immer, was ich ganz gerne sonst immer mache. Ich denke, dass einfach sich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen der wichtigste Schlüssel ist, weil das erste Mal habe ich am ersten Tag eigentlich noch ordentlich gespielt. Da war eigentlich noch alles in Ordnung. Und beim zweiten Tag hatte ich, ja, weiß ich nicht, ist mir vielleicht ein bisschen die Situation oder dass ich da auch wirklich irgendwie im Feld okay da gelegen bin, dann ein bisschen zu Kopf gestiegen und dann habe ich ein paar, ja, dumme Fehler gemacht vielleicht und bisschen Panik geschoben, würde ich fast sagen. Ich denke, jeder Golfer kann das irgendwie fühlen, wenn man sich mal den Ball irgendwo findet, wo er eigentlich nicht liegen sollte und man nicht so genau das Rezept hat, wie man da möglichst gut zum Loch findet. Und ja, einfach diese Ruhe zu bewahren und die Geduld und zu wissen, okay, eigentlich geht es jedem so auf diesen Plätzen. Die Plätze sind so designt, dass es einem so geht. Und das muss dann nicht überbewertet sein, wenn man mal bei einem Loch mit einem Bogey runterläuft, wo man es eigentlich ja, hätte vermeiden müssen. Aber man kann dann einfach, wenn man einen kühlen Kopf bewahrt, es ja dann auch im Verlauf der Runde weiter ausgleichen und drin bleiben im Konkurrenzkampf. Jetzt wird dir bei der Vorbereitung sozusagen nicht nur die Erinnerung an die erste US Open, die du gespielt hast, geholfen haben, sondern du bist auch Anfang letzten Jahres ins Profilager gewechselt. Auf welches Level hat das dann dein Spiel vielleicht nochmal gebracht oder auch diese Ruhe, die man benötigt, einfach um wettbewerbsfähig zu sein? Ich denke, der größte Unterschied ist einfach, dass sich mein Leben jetzt halt einfach vollkommen um Golf dreht. Davor, bevor ich Profi wurde, als Amateur, war ich College-Spielerin. Also ich habe für die University of Houston gespielt. Und auch wenn man den Studiengängen in den USA vielleicht nicht unbedingt die allerschwierigsten akademischen Levels nachsagt, ich habe dort Biochemie studiert, was tatsächlich sehr anspruchsvoll war, unter einen Hut zu bringen mit ja, einem guten Amateur-Level oder einem ja, Weltklasse-Amateur-Level, was ich damals hatte. Ja, ich hatte immer das Gefühl, dass ich so ein bisschen auf zwei Hochzeiten versucht habe zu tanzen, also eben das Beste aus dem Studium rauszuholen und gleichzeitig aber auch das Bestmögliche aus meinem Golfspiel. Und das ist dann schon was, was einen ja aus einer mentalen Perspektive raus natürlich sehr, sehr fordert. Und ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Und da bin ich dann schon das ein oder andere Mal an meine Grenzen gestoßen, wenn es eben schwierig wurde, sowohl in der Uni als auch auf dem Golfplatz.
Und jetzt habe ich einfach mehr Ruhe, weil ich einfach weiß, okay, egal was jetzt mir passiert auf dem Golfplatz, ich weiß, ich habe alles gegeben, was ich zur Verfügung hatte und ich habe alles rein investiert. Ich habe meinen besten Hut in den Ring geworfen und was dann eben bei rauskommt, das ist dann halt eben das Resultat und es ist so schön, weil es so ehrlich ist und ich kann dann sogar aus einem Misserfolg oder einer schlechten Runde oder einem schlechten Turnier sogar, kann ich sagen, okay, hey, das ist cool, dass ich jetzt weiß, daran fehlt es, das brauche ich, um mit den Besten mitzuhalten oder die Besten sogar zu schlagen. Und ja, weil man einfach die Gelegenheit hat, mit sich selber irgendwie 100% im Moment zu bleiben und nicht dann noch im Hinterkopf zu haben, dass man gleich, keine Ahnung, eine Zellbiochemie-Klausur hat oder, keine Ahnung, Proteomics und Genomics oder was auch immer. Sein natürlich auch belastet. Organische Chemie war tatsächlich auch gar nicht so angenehm als Zeitnotiz. Ja, das klingt verrückt, aber gerade in diesen Zeiten, wir hoffen zwar alle, dass Corona bald vorbei ist, aber mit Biochemie hätte man jetzt wahrscheinlich auch das Richtige getroffen, wahrscheinlich, um sich ansonsten neben Golf noch eine feste Anstellung zu besorgen. Ja, das habe ich ja sogar während meinem ersten Lockdown habe ich das sogar getan. Genau, Also du warst bei CureVac, glaube ich, im genau. Praktikum. Ja. Ja, ich habe dann gedacht, komm, wenn ich jetzt meine Profikarriere sowieso pausieren muss. Und zu dem Zeitpunkt durfte man auch noch nicht trainieren als Profisportler. Jetzt gibt es ja glücklicherweise diese Ausnahmegenehmigungen, dass ich im Prinzip mein Training mehr oder weniger normal, natürlich mit Maske und Abstand und allem Möglichen verfolgen kann. Aber im ersten Lockdown war das noch nicht so. Und dann war ich so, okay, ich kann nicht den ganzen Tag zu Hause sitzen. Ich kann nicht einfach von, okay, ich bin 24/7 unter Strom und Stress und muss überall präsent sein, zu, okay, ich mache jetzt einfach mal gar nichts, außer einmal am Tag laufen gehen und vielleicht ein bisschen Homeworkout, was auch immer. Und dann dachte ich, okay, wenn es jetzt mal einen Moment gibt, wo ich mit ja, meinen Skills, die ich mir im Studium angeeignet habe, auch jemandem wirklich helfen kann, unter die Arme greifen, dann ist es jetzt. Und dann habe ich mich einfach umgeschaut im Internet und habe diese ja, Stelle gefunden und habe mich beworben. Und es ging super schnell, der Bewerbungsprozess, weil die halt wirklich Hilfe gebraucht haben und war dann auch recht schnell eingearbeitet. Ich habe dann 4 Monate dort Vollzeit gearbeitet, habe dann quasi nur nach der Arbeit und am Wochenende Golf trainiert, als es dann irgendwann wieder ging. Und es war eine echt coole Erfahrung. Aber da habe ich dann auch gemerkt, ich bin mit Golf noch nicht fertig. Also es ist toll und es macht Spaß. Aber noch bin ich nicht bereit, das für den Rest meines Lebens zu machen. Das lass uns noch mal ein bisschen zur US Open kommen, zur US Women's Open. Du bist schon ganz schön abgerückt von dem Thema, weil ich gerne noch von dir wissen würde, The Olympic Club, San Francisco. Du hast eben schon so ein bisschen das Setup angesprochen, ähnlich wie bei den Herren, da kennt es jeder, werden die Plätze so schwer gemacht, wie es nur irgendwie geht, damit bloß niemand unter Par spielt. Inwiefern, bereitest du dich denn auf so einen Platz vor? Also ich habe tatsächlich mir den Platz jetzt gar nicht so im Detail angeschaut. Ich lasse mich da ganz gerne immer überraschen, wenn ich dann hinkomme. Also ich weiß natürlich, dass es schwer sein wird, aber ich möchte da natürlich jetzt nicht schon im Vorfeld Panik schieben wegen was, was vielleicht sich dann irgendwie überraschenderweise gar nicht so sehr aus dem Problem herausstellt. Ich habe jetzt in der Vorbereitung habe ich meine Heimatplätze, also in St. Leonroth die beiden 18 noch dazu und im Stuttgarter Golf Club Solitude habe ich dann halt viel von Gelb und Weiß gespielt oder in Kombinationen. Einfach weil die Länge auf jeden Fall ein Ding sein wird. Also man hat lange Eisen, Hybride, kurze Hölzer ins Grün. Paar Fünfs werden nicht mehr angreifbar. Also das ist auf jeden Fall ein Faktor, der mit Garantie so gegeben sein wird. Und einfach, dass ich mich da mehr dran gewöhne, dass ich weniger Wedges in der Hand habe, beziehungsweise nur beim Paar Fünf als Dritten vielleicht. Und ja, dass ich das Gefühl habe, dass okay, nur weil ich jetzt ein, weiß ich nicht, ein Hybrid ins Grün haue als zweiten beim Par 4, heißt es jetzt noch nicht, dass ich damit kein Birdie machen kann oder dass ich zumindest mal ein sicheres Par habe und einfach in das Mindset zu kommen, das habe ich auf jeden Fall gemacht. Aber ansonsten wollte ich jetzt noch nicht zu groß in irgendeiner Art und Weise mich aus dem Fenster lehnen mit irgendwelchen Annahmen, was mich da erwartet. Ich weiß, die Grüns werden schnell und hart sein, das wird es leider in Deutschland mit dem echt ekligen Winter nicht so arg gegeben haben. Und deswegen kann ich das sowieso nicht so rekreieren. Und ich reise, ich bin ja also rechtzeitig da. Also ich reise immer von einem Turnier früh genug an, um mich dann eben im Kurzspiel maximal bereit zu machen auf den Platz und auf die Begebenheiten, die dann eben vor Ort herrschen.
Ihr habt gerade mal ein Turnier gespielt. Das war natürlich ein sehr entscheidendes Turnier, weil es ein Qualifikationsturnier für die US Women's Open waren und es dort Startplätze vergeben wurden. Und nicht nur Leonie hat dort zugeschlagen, sondern auch Caro Lampert. Dann warst du Zweite, genau, und Caro war geteilte Dritte. Und damit habt ihr euch beide qualifiziert für die US Women's Open diese Woche. Wo steht denn dein Spiel jetzt nach nur einem Turnier gerade in die Saison Saison reingegangen? Die letzte Saison hat quasi nicht stattgefunden. Wie gehst du ins Turnier? Ich gehe ins Turnier mit viel Vorfreude, weil ich weiß, dass ich auf jeden Fall mit Feedback am anderen Ende rauskomme, positiv oder negativ. Dadurch, dass der Platz ja schwer sein wird, werde ich am Ende auf jeden Fall wissen, woran es noch mangelt, auch wenn ich gut spielen werde. Also würde, hypothetisch, man weiß es nie im Golf, ne? Man kann sich nur so gut wie es geht vorbereiten und das Beste draus machen. Ich bin optimistisch, weil ich an vielen, vielen Dingen echt hart gearbeitet habe über den Winter. Und ich war überrascht, dass es in Südafrika schon so gut zusammengekommen ist. Aber ich sehe nicht, warum es jetzt nicht nochmal für eine Woche gut laufen sollte. Aber ja, wir kennen es alle, im Golf kann man nichts garantieren. Und man muss es einfach so nehmen, wie es kommt. Du hast gerade gesagt, im Winter hast du viel gearbeitet. Ich weiß, du hast viel an deinem Schwung auch umgestellt und warst genau deswegen überrascht, dass es in Südafrika schon so gut lief. Woran genau hast du gearbeitet? Womit warst du unzufrieden? Und ja, was ist der langfristige Nutzen dieser Umstellung? Also ich hatte über meine, ja, Amateurkarriere hatte ich immer Turnier nach Turnier, nach Turnier, nach Turnier, maximal einen Monat Off-Season. Und deswegen musste mein Spiel immer spielfähig bleiben. Irgendwie, in irgendeiner Art und Weise, musste ich den Ball immer ins Loch bringen. Was natürlich nicht so einfach ist. Deswegen war es jetzt cool, dass wir eigentlich eine lange Winterpause hatten, weil ich nämlich mit Driver und Wedges extrem viele Probleme hatte im letzten Jahr. Also A, mangelnde Länge, was aber jetzt grundsätzlich mal nicht mein Hauptfokus war, aber ich war einfach, ja, ich war eigentlich selten auf dem Golfplatz nach dem Tee-Schuss. Und wenn die Bahnen mal enger wurden, war ich dann noch gestresster und noch weniger auf dem Golfplatz nach dem Tee-Schuss. Klar war dann mein Skill, irgendwie aus irgendwelchen Wäldern mit irgendwelchen Kurven noch zurückzukommen, war auf jeden Fall weit vorne, aber das ist vielleicht ein bisschen stressiger, als Golf sein müsste. Und das lag hauptsächlich daran, dass ich eben extrem wenig Schulterrotation in meinem Schwung hatte, eine sehr schwa sehr, sorry, sehr flache Schwungebene mit sehr viel Unterarmrotation. Und das haben wir jetzt eben komplett geändert, also zu mehr Mobilität in meiner Brustwirbelsäule, die ich dann eben einsetzen konnte in meinem Schwung. Und das hat das Ganze stabiler gemacht gegenüber Timing, weil mit den Eisen hatte ich nie Probleme, weil Eisen haue ich eigentlich meistens voll. Die greife ich dann manchmal kurz und manchmal haue ich Fades und Draws, um Längen zu kontrollieren, aber es sind immer volle Schläge, mehr oder weniger. Aber mit Wedges und mit Drives variiere ich das, mein Schwungtempo, und damit ist dann ein Schwung, der sehr timingabhängig ist, natürlich extrem, extrem fehleranfällig und auch große fehleranfällig, weil eben die Schlagfläche so viel rotiert, dass wenn man den eine Millisekunde zu früh oder zu spät trifft, der, keine Ahnung, 4 oder 5 Grad falsch an den Ball kommen kann. Und das macht natürlich beim Driver über die Länge ein Riesending, und beim Wedges ist ja der, ja, man will ja mit einer Wedge so nah wie möglich an die Fahne, da ist ja gar kein Platz für Fehler. Dann habe ich außerdem, habe ich noch viel an meinem Putten gearbeitet. Da habe ich mir dann jetzt diesen Winter tatsächlich einen Putt-Coach, ja, an die Seite genommen, der mit vielen neuem Input mich hauptsächlich auf einer mentalen Ebene besser aufs Putten vorbereitet hat. Das hat dann auch sehr gut schon in Südafrika funktioniert, auf wirklich, wirklich tollen Grüns. Und da freue ich mich, das dann natürlich auf ein paar US Open Grüns nochmal anwenden zu können, die vielleicht auch einen Tacken schneller rollen, als was man in Deutschland so gewohnt ist. Ja, ich glaube, davon ist auszugehen, dass die ein bisschen schneller sind als hier bei uns, vor allem nachdem der Sommer auch im Mai noch keine Lust hat, vorbeizukommen. Er hat sich noch nicht so entschieden. Ja, leider noch nicht. Aber wir hoffen das Beste, weniger beim Wetter als vor allem für dich und deine Teilnahme bei der US Women's Open. Jeder, der mag, kann das natürlich kann Leonie und alle anderen Spielerinnen ab Donnerstag Nachmittag bei uns im Livescoring verfolgen. Leonie, ich danke dir, dass du dir vor dem Turnier nochmal die Zeit genommen hast, uns einen kleinen Ausblick darauf zu geben. Ich Vielen wünsche Dank. dir, wir wünschen dir viel Erfolg dabei und wir werden natürlich berichten und schauen, wie es dir und allen anderen Spielern in San Francisco ergangen ist.
Vielen Dank. Danke. Tschüss.